Flur ist ja immer so die Visitenkarte einer jeden Wohnung. Das heißt, sobald man irgendwie die Tür aufmacht, ist das der allererste Eindruck, den sämtliche Menschen von euch bekommen, und sei es nur der Postbote. Und der erste Eindruck zählt, und der erste Eindruck ist dann die Visitenkarte. Und ich möchte euch heute zeigen, wie ich diese typischen No-Gos beim Flureinrichten für unseren Flur individuell gelöst habe. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Hallo, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es so um Einrichtung. Irgendwie bin ich dabei hängen geblieben, als ich das Kinderzimmer vom Kleinen gemacht habe. Es geht heute so um die typischen No-Gos beim Flureinrichten. Der Flur von jeder Wohnung ist ja meistens schmal. Es gehen sämtliche Türen irgendwie dann davon ab. Ist ja auch irgendwo logisch bei dem Flur. Er ist dann meistens schmal und dunkel, und aufgrund der vielen Türen hat man dann meist nicht so wirklich die Möglichkeit, irgendwas so richtig zu stellen, oder der Stauraum und so weiter und so fort. Man muss ja immer noch dran, also für die Hintergrundgeräusche kann ich heute nichts. Ich habe alle Fenster zu, bis auf eins, und das ist im Schlafzimmer. Bei uns geht gerade die Welt unter, sturmtechnisch. Aber drehen muss man ja irgendwann. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ich lege noch ein bisschen Musik drunter und hoffe, es ist dann nicht mehr ganz so schlimm. Flur ist ja immer so die Visitenkarte einer jeden Wohnung. Das heißt, sobald man irgendwie die Tür aufmacht, ist das der allererste Eindruck, den sämtliche Menschen von euch bekommen, und sei es nur der Postbote. Und der erste Eindruck zählt, und der erste Eindruck ist dann die Visitenkarte. Und ich möchte euch heute zeigen, wie ich diese typischen No-Gos beim Flureinrichten für unseren Flur individuell gelöst habe, und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Das ist jetzt der Blick von unserer Haustür in unseren Flur. Man sieht sehr wenig, was mir auch sehr gut gefällt, da es dadurch schon mal sehr einladend und sehr offen wirkt. Unordnung ist ein ganz, ganz großes No-Go im Flur. Gerade wenn der Flur klein, schmal und dunkel ist, ist es so wichtig, dass Dinge ihren festen Platz haben. Praktische Möbel sind gefragt, Haken, wie wir sie zum Beispiel haben für die Schlüssel, damit einfach nichts unordentlich in der Gegend rumfliegt. Die Beleuchtung spart niemals in einem dunklen Flur an Beleuchtung. Spiegel reflektieren wunderbar das Tageslicht, drum ist unser Flur direkt, oder unser Flurspiegel direkt gegenüber von der Bürotür angebracht, damit er einfach noch mehr Licht in den Flur bringt. Die Deko wird vernachlässigt. Gerade Deko in einem kleinen Flur unterzubringen, ist wirklich interessant. Wichtig ist dabei, dass es ausgesuchte, schöne Deko ist. Ich habe hier Bilder genommen, die man schnell im Vorbeigehen lesen kann, damit das auch einfach, ja, erfassbar ist fürs Auge. Wuchtige Möbel sind ein No-Go im Flur. Wir haben uns hier für eine wirklich schmale und auch sehr freundliche, helle Schuhvariante von IKEA entschieden. Ich verlinke euch die in der Infobox. Und da habe ich einfach dann ein weißes oder ein naturfarbenes Brett draufgelegt, um das optisch aufzulockern. Der Bodenbelag ist auch ein ganz wichtiges Thema. Von unserem Flur in die Küche haben wir einen einheitlichen Bodenbelag in sehr hellen Fliesen. Wir haben optisch einfach auch auf einen Teppich verzichtet, damit der Flur an sich größer und freundlicher wirkt. Die Wandfarbe ist auch ein ganz entscheidendes Thema. Wir haben bewusst auf weiß und ganz helles Grau nur akzentual in dem Schlüsselbereich gesetzt, um einfach zu vermeiden, dass der Flur zusammengequetscht verkleinert wird. So, ihr Lieben, das war jetzt das Video bei den No-Gos oder zu den No-Gos des Flureinrichtens. Nächsten Samstag möchte ich euch 10 Dinge über Minimalismus erzählen, die euch noch kein Mensch gesagt hat. Und mir auch nicht. Und darum dachte ich mir, ich drehe darüber mal ein Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen hoch, teilt es, liked es. Ja, ordentlich kräftig die Werbetrommel gerührt. Denn bei 2000 Abonnenten gibt es dann das nächste Gewinnspiel. Was ich dann verlose, ich habe noch keine Ahnung, aber da wird mir schon noch irgendwas einfallen. Und dann sehen wir uns nächsten Samstag zu 10 Dinge, die dir noch kein Mensch zum Minimalismus erzählt hat, wieder. Bis dann, tschüss!